Willkommen zu Let's Play One Piece Grand Battlesman Colosseum. Das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Part. Im letzten Part haben wir mit Sanji ein paar Leute verkloppt. Und jetzt ist mal der Captain dran, und zwar Monkey D. Ruffy. Und wir nehmen mal einfach die Farben, die er auf dem Sabaody-Archipel und vor allem auch auf der Fraueninsel da anhatte, nämlich das da. Yeah. Wie immer ein gemütlicher Tag auf der Flying Lamb, und plötzlich kommen alle Leute und wollen sich kloppen. Ja, typisch. Kap der Zwillinge. Eingang zu Grand Line. Hey, Ruffy! Ich hab Nami den Elefantentunfisch gebacken, damit sie meine Kochkunst bewundern kann. Und du frisst alles auf. Hä? Ich dachte, der wäre nur für mich. Bist du dumm? Nein, du bist dumm. Ich prügel dir ein paar Manieren ein. Stirb! Wie oft habe ich jetzt eigentlich in diesem Let's Play schon stirb gesagt? Naja, unwichtig. Gum-Gum Pistole gespamme und Gum-Gum Kalaschnikow gespamme und... Und Gum-Gum Schrotflinten gespamme und... Sehr schön. Und Gum-Gum Speer gespamme. Und Gum-Gum Schild gespamme. Mit Ruffy kann man super spammen. Der hat eigentlich nur Spam-Attacken. Naja, vielleicht ein paar andere noch. Und der hat ein paar sinnlose Attacken. Obwohl ich mich frage, warum man ausgerechnet bei Ruffy noch Spam, sinnlose Attacken einbauen musste. Ich meine, der hat wirklich genug... Ich glaub's nicht. Ich habe gerade schon eine Aufnahme gemacht und da bin ich... gekackt wie sonst was. Habe ich, glaube ich, zweimal gegen Sanji verloren und zweimal danach gegen Zorro. Ich glaub's nicht, wieso bin ich jetzt so gut? Naja, wahrscheinlich wegen dem Gespamme. Aber jetzt bin ich total motiviert deswegen. Und ja, jetzt sind wir in Whiskey Peak. Zorro, die tollen Leute haben uns das ganze Essen gegeben und du verkloppst sie einfach. Du Arsch. Hör mal zu, Ruffy, das waren alles Kopfgeldjäger und sie wollten uns umbringen und an die Marine verkaufen. Lügner! Stirb! Nein, heute nicht. Naja, eigentlich war Ruffy zu diesem Zeitpunkt ja noch vollgefressen, also Gum-Gum Ballon. Naja. Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Ja genau, apropos vollfressen. Zorro, darf ich dich essen? Gum-Gum Mampfe, verdammt. Irgendwie hat er mich besiegt. Motivation ist mit mir. Und die Macht auch, oder so. Zorro ist einfach zu stark für Ruffy. Nochmal die Gum-Gum-Schrotflinte. Sehr schön. Aber man kann die auch irgendwie nur einsetzen, wenn es den Gum-Gum-Pistole ins Leere geht. Ist ein bisschen blöd. Was wollte das eigentlich gerade? Naja, egal. Kann ja nicht schaden. Und ich will jetzt eigentlich mal mein Special... Ja! In der Aufnahme gerade eben hat es nie geklappt. Hat sich doch gelohnt, eine neue zu machen. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Na, ich bin ja nicht getroffen, von daher ist alles gut. Oh. Nein, es ist nicht gut. Es ist schlecht. Es ist schlecht. Stirb. Nein. Ah, verkackt. Aber nur knapp. Naja. Sehr knapp vom Tod. Aber gut, es ist in Ordnung so. So, Ruffy, hast du es immer noch nicht kapiert? Ich hab's doch gerade eben schon abgemurkst. Ja. Toll, Bier bringt mir jetzt auch nichts. Wieso wird man eigentlich durch Bier geheilt? Das ist total sinnlos. Durch
Bier stirbt man höchstens. Das war jetzt gerade eine schlaue Taktik, auch wenn ich die gar nicht so machen wollte. Upsi, er hat einen Tornado gemacht. Aber gegen die Gum-Gum-Glocke kann er dafür nichts ausrichten. Tja, wie sieht's aus, Zorro? Du willst der stärkste Piratenschwertkämpfer-Dingens da sein? Nein. Gegen mich hast du keine Chance, also. Aus deinen Schwertkämpfer sind alle so schwach wie du. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, was ich über Zorro sage. Oh mein Gott, so. Jetzt. Stirb eines schmerzhaften Todes. Gum Gum. Bazooka. Der Angriff ist cool. Irgendwo auf der Grand Line. Ich glaube, das müsste Nonohana sein. In Alabaster. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, irgendwas. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Tja, da guckst du blöd, was? Ich bin Smoker von der Marine, du hast keine Chance. Oh nein, der Rauchertyp, oh, der will mich gefangen nehmen, scheiße. Du Arsch. Ich klopp dich tot. Auch wenn ich kein Haki kann und dich deswegen gar nicht angreifen kann. Aber das interessiert das Spiel nicht. Dumme Rauchverteidigung nützt dir nichts. Ich hau einfach auf deinen Seesteinstab und der tötet dich. So, das sieht doch ganz gut aus. Rauch kann man auch essen. Oder so. Nein, meins. Meins. Stirb, Feuer. Ich sagte ja schon. Dein Feuer nützt dir nichts gegen meinen Rauch. Ach nein. Oh Mann, ich habe mich wieder vertan. Dein Rauch nützt dir nichts gegen meinen Feuersmoker. Und letztendlich war es dann doch ein Unentschieden und sowas in der Art. Egal. Und eine Feuerwand. Die Ace dann gemacht hat, um seinen Freunden zur Flucht zu verhelfen. Und seinem kleinen Bruder, der gar nicht sein leiblicher Bruder ist. Wie man natürlich weiß, aber egal. Ich wollte einfach mal wieder ein paar nutzlose Fakten in die Runde hauen. Und stirb. Das ist immer so knapp irgendwie. Also zumindest von der Energie her. Na gut, der erste Kampf nicht, aber danach war es schon immer hart. Jetzt müsste das in Rainbase sein. Nee, ach genau, die Kung Fu Robben kommen noch. Rainbase kommt wohl gar nicht vor diesmal. Wir werden sehen. Tja, gegen ihren Meister haben die Kung Fu Robben natürlich keine Chance. Seht mal. Ihr seid alle schwach wie nix. Na, wobei, Ruffy schlägt sich sogar ganz gut. Wobei, die Kung Fu-Robben schlagen sich auch ganz gut. Sie schlagen mich zumindest ganz gut. Vielleicht muss man ganz viele platt machen, um einen neuen Rekord zu erreichen. Das wäre ja was. Aber ich glaub's nicht. Mist, am Ende hat er mich noch ein bisschen zu oft geschlagen. Wayne! Kuo Kuo. Ja, 5800! 20. Ha! Rainbase. Crocodile, ich verprügel dich. Bist du dir da sicher? Du hast keine Chance gegen mich.
Ich hab die Sandfrucht gegessen, du hast keine Chance. Sag dich bereits. Und du bist ein großer Trottel. Krokodilsknochen. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich jetzt schon hier ein Krokodil, warum? Aber, und zwar in einer ganz anderen Arena übrigens jetzt hier, aber das ist jetzt auch nur, weil nämlich, weil Ruffy dreimal gegen Krokodil gekämpft hat und jetzt kommen drei Krokodil-Kämpfe hintereinander, glaube ich. Oder waren es nur zwei? Nee, ich glaube, es waren drei. Oder? Müsste. Naja, wenn nicht, dann ist auch egal. Ach nö, komm, aus der Entfernung kannst du doch keinen Sand machen. Ja, gut. Egal, die Attacke hat er wirklich eingesetzt. Da, auch wenn es Ruffy jetzt nicht so sehr weggehauen hat, danach hat er ihn aufgespießt auf seinem Haken. Das heißt, eigentlich müssten wir verlieren, aber es ist jetzt auch egal. Stimmt. Bei Kakteen ist man irgendwie immer verwirrt als Gegner, wenn man das abbekommt. Scheint mir. Im Hintergrund liegen unsere Wüstensachen. Also unsere Wüstenkleidung. Und im Hintergrund tobt ein weiterer Sandsturm. Und jetzt stirb, Krokodil! Flieg! Flieg, wie du nie geflogen bist zuvor! Tot. Mit einem Schlag in die Eier. Naja. Danach zerbröselten sie zu Sand. Du hast mich noch lange nicht besiegt. Ja. Cool, oder? Ich muss es neu schaffen. Diesmal kriege ich's hin. Ich esse einfach Fleisch. Bam! Power! Yeah! Du hast keine Chance mehr, Krokodil. Ich mache noch ein paar Aufwärmübungen. Und weiter. Hey, falsche Richtung. Naja. Genau, da war der zweite Kampf. Im, Dingens da. Schloss. Ich schlag dir diesmal in die Fresse. Du hast immer noch keine Schwachstelle von mir erkannt, also. Ja. Aber Ruffy wusste dann schon die Schwachstelle und hatte dann Wasser dabei und hat ihn oft geschlagen und gut getroffen immer, aber es hat letztendlich dann auch nicht so viel gebracht. Ach, das soll die Anubis-Statue sein. Also die Schakal-Statue halt. Von dem Tempel. Okay, jetzt habe ich verstanden, was das überhaupt darstellen soll da links. Ich habe es nie gesehen. Und gut, ich habe auch nie wirklich drauf geachtet. Für mich war es eigentlich immer nur interessant zu gewinnen. Ach nö, dieser dumme Sandsturm immer. Na egal, ein drittes Mal erwischte mich nicht. Insgesamt halt. Sehr gut. Das ist eine gute Taktik, wenn er das macht. Nämlich wenn er jetzt wieder das machen will, dann treffe ich ihn nämlich damit. Das ist gut, das sollte ich mir merken. Sehr gut. Da hatte der diese Attacke nämlich wirklich gegen ihn eingesetzt. Naja, aber eigentlich stimmt das ja so jetzt, weil Ruffy hat ja wirklich dagegen ihn verloren, ne? Aber wir müssen trotzdem gewinnen. Das ist doch nicht korrekt. Naja. Man kann es ja zum Glück auch überspringen, hier diesen dummen Dialogteil, den man sowieso nicht richtig lesen kann. Wenn man von der Geschichte also keine Ahnung hat, dann ist es natürlich dumm, aber ich habe zum Glück Ahnung von der Geschichte, vermute ich. Ich finde schade, dass er hier nicht irgendwo einen Kreissäge einsetzen kann, das konnte er nämlich eigentlich. Hallo, Krokodil, Doppelkillung. Yeah.
stirb. Irgendwo einen Kreissäger einsetzen können. Naja, geht halt nicht. Ich stelle mich einfach hier hinten hin und warte, bis er irgendwie angreift. Dann gewinne ich halt Fleisch. Ich mache einfach noch eine Gungun-Bazooka. Ich frage mich, was das Fleisch gerade gebracht hat. Obwohl, vielleicht kann man dann den geheimen dritten Special einsetzen. Naja, werden wir nochmal gucken. Aber ich lebe noch. Ich verschwinde einfach schnell. Na, blöder Gummizwerg. Ich töte dich. Und was war jetzt dieser Angriff? Aber Ruffy isst einfach nochmal Fleisch. Du hast einfach keine Chance. Aber aller guten Dinge sind in drei und das Schwägen. Cool, das haben sie animiert. Habe ich ganz vergessen. Quatsch. Jetzt weiß man nicht, warum da von oben so ein fetter Wassertropfen runtergefallen ist. Lest einfach One Piece, dann wisst ihr's. So. Wir machen einfach nochmal hier mit seinen Aufwärmübungen wieder. Verdammt, diesmal hast du meine Schwachstelle, aber... Nur weil du jetzt Blut hast, statt Dinge ins Blut, ist auch flüssig, verdammt. Töten. Gib Vivi ihr Land zurück, das ist jetzt mein Land. Oder sowas in der Art. Ja, hatten wir schon 100 Mal, jetzt komm, ich weiß, dass alles einstürzt. Aber irgendwie macht uns das trotzdem nichts. Dumm. Aber gut, auch irgendwie. Und wieso hast du jetzt deine Haare eigentlich wieder nach hinten gekämmt? Gerade eben waren sie noch unten. Der Angriff ist, glaube ich, sogar relativ stark. Wobei, geht. Da gibt es andere, die deutlich mehr ziehen. Verdammt. Essen! So. Man soll Sand zwar nicht essen, aber Kinder backen ja auch immer irgendwie Sandkuchen. Deswegen, also so kleine Kindchen, Viecher. Und Ruffy ist ja geistlich irgendwie auch noch ein Kind. Ach nö! Da hat er wieder seinen blöden Sandsturm. Das ist ja ein blöder Cheater. Hast keine Freunde, keiner mag dich. Obwohl, ich glaube, bei Crocodile stimmt das sogar. Also Freunde hat er nicht, weil er keinem vertrauen will und mögen tut ihn jetzt eigentlich auch keiner wirklich. Naja. Dann schaffen wir es aber jetzt, hoffentlich, denke ich mal. Und bis jetzt fast immer irgendwie mehrere Versuche für den gebraucht, also zwei insgesamt. Dann immer so pro Charakter. Naja, glaube ich zumindest. Das noch eins. Meins. Danke. Weil du jetzt auch ein Special einsetzen kannst, heißt das nicht, dass du cool bist. So. Nein, diesmal mache ich nicht wieder den dummen Fehler. Der Sandsturm ist einfach eine viel zu mächtige Spezialattacke. Fleisch. Verdammt. Lass dir nicht so viel Zeit, Ruffy. Ist Fleisch. Verdammt.
Fleisch esse. Stirb Kroko. Verdammt, fast hatten wir es. Nein, nicht schon wieder. So. Ich brauche irgendwas zum Werfen. Aber nein. Immer nur diese unnützen Power-Ups und sowas. Time-Up, cool, habe ich gewonnen. Ärgert sich. Na dann. Nö, wir werden wohl nie erfahren, dass es mit dem geheimnisvollen letzten Special auf sich hat, was ich mal irgendwo gelesen habe, dass es den gibt. Aber naja. Vielleicht mache ich das später noch im Battle-Modus oder sowas. Congratulations, yay. Ist jetzt eigentlich der Abspann irgendwie besonders, weil wir es mit Ruffy gemacht haben? Interessiert doch eh keinen. So. Luffy. Monkey D. Luffy. Neues Kopfgeld oder sowas. Nee, was haben wir denn jetzt? Egal, jetzt haben wir es mit Ruffy jedenfalls auch geschafft. Als letztes. Wobei, letztes? Ich weiß nicht. Naja, jedenfalls ist dann auch noch Zorro drin. Denke ich mal. Ne? Sollte es. Also, Ruffy haben wir, Nami haben wir, Lysop haben wir, Sanji haben wir, Chopper haben wir. Also ist Zorro dran. Und natürlich in der normalen Farbe. Die andere sieht kacke aus. Aber jetzt noch nicht, ihr seht, jetzt noch nicht, nein. Nein. So, also bis zum nächsten Part. Ciao, euer Leute, Zorro. Folge vom Relay Play One Piece Grand Battles von Colosseum ist endlich Zorro an der Reihe. Er schlägt sich sehr gut, nicht nur gegen seinen Captain und die Kung-Fu-Robben, auch gegen die Barock-Agenten ist er sehr stark. Doch wird das reichen? Und was noch viel wichtiger ist, wird es am Ende neue Charaktere geben, wie wir uns alle die ganze Zeit gefragt haben? Ihr seht es. Bis dann. Ciao. Euer Lance Zorro.